So, jetzt noch wird Schweine, nee, alle weggekillt, wa? Kann ich was herstellen? Ich Herstellen. habe keine Ahnung von Autos. Denn. AJ, du bist zurück. Ja, das stimmt. Totale Entspannung. Man hat Ruhe, besonders Ruhe vom Zocken. Ja, also uns ist es jetzt letztes Mal aufgefallen, das hat Odin so schön gesagt. Nee, Seiles war das, hat es gesagt. Da kam irgendwoher wieder, keine Ahnung, war länger nicht dort, war länger nicht zu Hause und dann ist uns mal aufgefallen, ohne die PS4 ist es doch ziemlich langweilig. Ja. Also irgendwas zu zocken, wieso nicht? Ich war da zu sehr eingefleischt in dem ganzen Ding und ich will jetzt auch nicht behaupten, dass ich hier. Ich bin ja sehr. Merkt man ja auch, sonst hätte ich ja den Let's Play-Kanal nicht. Ich bin ja ein Zocker, der. Ich ist meine Leidenschaft zocken und Dings, aber Bisschen Zocker? Wusste ich immer noch nicht. ich bin jetzt zwar keiner mit einem übelst geilen Skill, aber ich liebe es einfach Landschaften zu erforschen oder ja, Ja, also richtig. jetzt so, deswegen muss man so die Unterschiede machen. Zocker sind nicht gleich Zocker. Die Zocker, die jetzt ständig Call of Duty oder sowas zocken, die sind irgendwie, ja, weißt du, die. Sorry, ich weiß nicht, ob du das jetzt zockst, aber das sind meistens die, die versuchen, irgendwie einen größeren Penis zu haben. Aber mir gefällt es halt besser hier wie Far Cry, schön die Und die dann Welten. immer das H-Wort sagen. Schön hier Far Cry, die Welten. Oh nein, lass dich nicht entdecken, wir müssen das mal. Uhr, ich lass. Ach Junge. Ich hab mich nicht entdecken lassen. Ich war getarnt. Wow. Was mir bei PC-Spiel, bei Computerspiel allgemein gefällt, dass man hier Sachen machen kann, die man im Ladenleben nicht machen kann. Zum Beispiel einfach mal hier so einen Menschen zu töten. Oh, lass mich in Ruhe, du Vieh. Hahaha. Kann ich den nämlich auch gleich häuten hier? Also die Schredder ist schon geil. War das jetzt nur? Ne, da unten ist nur eins. Oh, hier ist ein Tiger gefangen. Ja, so viel zum Thema. Wir machen das hier sneaky. Ich kann nicht dafür. Nee, du warst ja getarnt durch was auch immer. Ich war da an so einem Busch. Ich dachte, du hast dich wie bei Dying Light mit Gegnerblut eingeschmiert. Nee. Wollen sie ja nicht. Ich habe gedacht, man kann die Viecher hier häuten, also Feinde, aber kann man leider nicht. Boah. Oh, ich glaube, ich habe jetzt gerade den Tiger freigelassen. Das ist eigentlich gar nicht. Ja, jetzt auf mich abgesehen. Oh, waren hier mehr Tiger? Boah, ich bin tot. Nein, 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 Tigoli, 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 lass mich in Ruhe, nein, 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 du Scheißvieh. Es jagt mich. Komm her. Alter. Steh auf jetzt hier. Oh, Tiger. Schon wieder. Komm schon. Oh, wieder vorbeigeschissen. Schießen? Schießen. Schossen. Jetzt ist er tot. Schießen. Eine Jäger, Tiger ist tot. Nein! Oh, fuck! Dieses Drecksvieh. Hat schon wieder ein Tiger oder was? Ja, hier waren zwei Tiger. Oh, sind beide tot. Ich bin tot. Was? Was machst du denn dauernd? Von Grasnarben überfallen oder was? Ja. Warte, dann kann ich mir den Tiger auch gleich holen. Nee, das war eine falsche Waffe, dieses. Ah, Beutelinhalt voll. Oh, Forschung. Sammlung. Muss ich irgendwas verkaufen, ey. Wo? Verkaufen war das. Aua! Ja. Gemüse, kleiner. Alter. Ich brauche Energiehilfe. Ich brauche Ich Hilfe. auch. Ich bin tot. Ist tot. Warte, ich komme. Ich komme, ich komme. Ich helfe dir. Okay, thank you very much. Oh, ich brauche jetzt auch wieder voll Energie. Ja. Oh, ich kann was herstellen. Wo ist hier noch jemand? Aber wo? Lass mich doch mal hier hoch, Mann. Hammer. Boah. Ach du Scheiße.
Oh, ich brauche unbedingt noch einen Tiger, dann kann ich Nepal-Fell, kann ich Munitionsbeutel erweitern. Ah, warte mal. Genauso muss das sein. Beim Angeln, Pennen passiert mir fast immer. Ach, du angelst auch. Wo kommst du her? Willst du mit deinem Papa verkuppeln, wa? Nee, angeln gehen und schön grillen dabei. Das macht schon Spaß, wenn du da wirklich diesen Vorwand hast. Grillen? Lagerfeuer? Das ist geil. Okay, warte mal. Dann habe ich eine super Idee für dich. Spiel Fishing Bash. Da kannst du online angeln. Nee, danke. Ich spiele lieber Far Cry 4. Ach ja, viele Kommentare heute. Sehr schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, ich zocke Call of Duty. Und mit dem Schwanzvergleich, nun ja, stimmt schon. Man will wissen, ob man gut ist und ob es einen gibt, der besser ist. Ja, sag ich doch. Und Odin, ja, das H-Wort fällt bei mir auch ab und zu. Aber das passiert meist nur aus dem Impuls. Ich kann von mir aus sagen, dass ich eine gute Erziehung hatte. Falls es einer hören sollte, also in der BO2-Lobby, sage ich immer, du, sorry, das war nur aus einem Impuls, war nicht ernst gemeint. Aha. Ja, falls ihr nicht wisst, was man meint, Hurensohn. Onkel hat das H-Wort gesagt. Oh mein Gott. Ich muss meinen Mund waschen, warte. Ich muss sagen, ich hab's unter Kontrolle. Aber Odin, sagt's auch manchmal, das böse H-Wort. Ja. Aber das sagt er eigentlich mehr als Provokation zu denen, die das andauernd sagen. Also das kann man schon richtig so sagen. Also sonst sage ich es ja nicht. Nee. Hurensohn. Macht man ja. Jetzt musst du dir auch einen Mund waschen. Nö, ich bin dran gewöhnt. Da ist ein Händler. So. Hey Onkel, falls es dich nerven sollte, dass ich so viel schreibe bzw. Kommentare da lasse, dann sag es mir bitte. Nö, nein, total im Gegenteil. Ich bin heidenfroh, dass hier kommentiert wird. Das ist ja das, was Spaß macht. Dass Leute mit... nochmal von vorn. Das macht ja... Okay. Udin, okay. Kannst du das bitte mal übersetzen? Ja. Dann übersetz mal. Onkel freut sich, dass du Kommentare gibst und umso mehr du machst und so. Umso geiler findet Onkel das und kann sich da buchstäblich einen drauf abwichsen. Okay, so war das eigentlich jetzt nicht gemeint. Er muss ja natürlich schon übertreiben. Nee, aber es ist schon cool. Ich finde es halt, den Twitch-Kanal habe ich ja deswegen gemacht, um eben mit der Community näher zu sein und mit euch Zuschauern mich halt auch ein bisschen zu unterhalten und um eben direkt auf eure Kommentare einzugehen. Okay, direkt ist jetzt auch nicht. Weil es sind ja immer noch 39, ich glaube 39 Sekunden war es. Warte mal, ich kann ja mal gucken. Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23 Sekunden Delay. Also so live ist es ja dann doch nicht, ne? Also es hat sich verkürzt, das war mal länger. Das waren mal 39 Sekunden. Ich brauche noch einen Nepal-Tiger. Ich stelle jetzt... Boah, das ist krass. Der Onkel, ich glaube, ich bin der einzigste Let's Player, der es schafft, sich hinzustellen und die Sekunden abzuzählen, bis es im Stream übertragen wird. Okay. Weil es den anderen scheißegal ist. Lass ihn keine Ruhe. Nee, das ist schon... Dafür ist es da. Ich bin auch gern mit meinem Kanal immer mit den Leuten in Kontakt. Und echt? Bist du das? Und ja, klar. Deswegen kommentiere ich auch so schnell. Ich bin sehr interessiert an den Meinungen. Onkel anderen. Kommentiert Kommentare. Das wird ja auch noch. Hast du das jetzt gerade abgeguckt, den Spruch? Weil das kenne ich noch von Dingsbums, von da. Wie hieß sie denn? Kelly Miss Vlog. Ja, nee, die heißt Kelly.
aka Miss Wilo. Jetzt sag, du siehst die Hand nicht, dass ich die Hand bewege. Aka Miss Wilo. Genau, das ist dämlich, wenn du die Hand jetzt bewegst wie sie. Ja. Ah, die finde ich aber lustig, muss ich sagen. Kelly kommentiert Kommentare. Die finde ich aber echt lustig, muss ich sagen. Obwohl jetzt in letzter Zeit sie auch viel langweiliges Zeug macht, muss ich sagen. Die rostet ein bisschen ein langsam. Kannst du schon eine Weile nicht mehr sehen. Aber egal, sie macht trotzdem ihr Zeug gut. Und jeder hat mal irgendwie eine Phase, wo er Scheiße auf seinem Channel produziert. Ja. Oder nicht so gute Sachen. Ich renne hier die ganze Zeit im Dings. Wollen wir jetzt hier eine Mission mal annehmen? Weil du bist ja weg. Du bist weg, weg. Ich habe hier ein Auto. Auto? Also, ich wollte hier gerade so ein Laster hier überfallen. Hier oben liegt noch ein Tiger. Nee, nicht Tiger. Vieh halt. Wo? Wo bist denn du? Komm mal. Ach, vorbeigeschossen. Tot. Was? Nee, nicht tot. Wie lange ist das, die Karre? Schnell weg, sie explodiert! So, wo ist denn hier ein Viech? Hier. Hier liegt's rum. Der hier, da liegt irgendwas, das blinkert noch bei mir. Ich weiß nicht, ob das... Ach nee, das ist schön. Das habe ich schon. Und den Tiger auch hier oben. Mir war doch gerade. Jetzt lass uns mal, was machen wir denn? Wir haben jetzt hier ein paar Missionen wieder. Ich habe jetzt aber erst nochmal Munition. Oh, der ist tot. Wer? Das Viech hier. Sie haben ihn getötet. Er hat nie jemandem was getan. Das darf nicht ungesühnt bleiben. Also ich finde. Große YouTuber sind echt arrogant und abgehoben. Denken, sie wären was Besseres. Was hältst du davon? Beziehungsweise, was haltet ihr davon? Ganz ehrlich, bin ich anderer Meinung. Jo. Ich denke mir einfach... Kommt drauf an, was er unter groß versteht. Na, große YouTuber, ich denke mal schon... Also ich muss das sagen, nehmen wir einfach mal Gronkh. Der größte Let's Player in Deutschland. Gronkh hat so viele Anfragen, Kommentare, dass das überhaupt nicht funktioniert, dass der sich irgendwie um alle kümmern kann. Mhm. Aber dafür hat er ja wenigstens für die Community, also für uns, für euch, den Twitch-Kanal ins Leben gerufen. Und ich muss echt sagen, er macht's genial. Er geht auf euch ein, also wenn ihr kommentiert, er versucht die Kommentare. Natürlich überhäuft sich das auch, das ist ja nicht wie hier. Das ist ja nicht wie hier, dass wir das hier noch überblicklich, Quatsch, wie heißt es? Dass noch schöner Überblick, noch schöner Überblick ist über die Kommentare, die jetzt hier drin stehen. Bei dem rattert das ja, ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast im Livestream, da rattern ja die Kommentare, das ist ja Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn, die rattern da hoch. Und da wirklich alles zu kommentieren oder durchzulesen, das ist absolut unmöglich. Aber ich muss sagen, er geht auf viele Kommentare ein, überliest auch viel, logischerweise, aber er geht auch auf viel ein und macht auch Spaß mit den Leuten, verwarnt sie auch persönlich, wenn sie irgendwie Scheiße wieder im Chat machen. Und ich finde es echt gut gemacht. Und als so ein riesen YouTuber, der wirklich hier mega viel Kommentare und sowas hat, also habe ich totales Verständnis dafür, dass der eben nicht alles kommentieren und alles irgendwie auf alles eingehen kann. Weil wir haben ja das selber noch nicht. Wir können das noch nicht so ganz nachvollziehen, aber man muss sich halt auch mal in die Lage der großen YouTuber setzen. Gerade Odin, schönes Beispiel, ist zwar jetzt kein Riesen-YouTuber, aber er hat die Kommentare und ja, da kannst du ja mal was dazu sagen. Oh, hör mir auf. Da hört das. Also wollte ich auch nämlich gerade, bevor Onkel schon angesprochen hat, ich bin ja jetzt bei, weiß ich nicht, 4000, noch was, irgendwas, keine Ahnung. Es ist irgendwann unmöglich, ich habe am Anfang wirklich immer zeitnah auf die Nachrichten antworten können. Wirklich sehr zeitnah. Also eine Nachricht kam und ich habe innerhalb der nächsten 10, 20, 30... Kommst du trotzdem mal in meine Richtung, wegen Mission? Ja, warte, mich greift gerade was an. Achso, ist schon weg. So, konnte ich relativ schnell antworten. Und jetzt momentan mit dem... Ich habe nicht mal... Ich habe jetzt weniger Projekte als vorher. Aber ich... Ach, ein Adler ist das, okay.
Aber ich schaffe es leider nicht, zeitnah zu antworten. Und manchmal werden auch irgendwelche Kommentare leider durch diesen Spamfilter rausgefiltert. Das wird mir dann im Handy unterwegs angezeigt und zu Hause habe ich es vergessen. Und dann sägte 3, 4 Tage später erst im Spamfilter bei YouTube. Was mir auch denn leid tut. Aber ich versuche halt immer noch relativ schnell zu antworten. Aber es ist bei der Masse, und wenn ich denn zum Beispiel ein Video mache, was ein bisschen polarisiert oder Fragen offen lässt oder was weiß ich, es ist nicht möglich, da denn alle gleichzeitig und dir auch bei jedem neuen Kommentar einfallen zu lassen, es ist schlicht unmöglich. Deswegen schreibe ich meistens halt auch, dass ein Standardspruch halt, dass es mich freut. Ich lese jeden Kommentar, also nicht so, dass ich ihn nicht lese, ich lese jeden Kommentar. Aber es ist manchmal, was soll ich da machen? Soll ich da jedes Mal mir einen neuen Satz einfallen lassen? Ich schreibe dann meistens halt nur, freut mich zu hören, wenn ich ein Kompliment kriege und bedanke mich halt ganz nett. Weil ich freue mich über jedes Kompliment. Ist ja nicht so, dass ich mich freue, aber ich glaube auch, dass es manchmal so ein bisschen doof rüberkommt für die Abonnenten. Aber was soll ich machen? Ich kann mir nicht jedes Mal einen neuen Spruch ausdenken lassen. Irgendwie für jeden Kommentar. Und ich, wie gesagt, ich lese jeden Kommentar. Manchmal zeitnah, manchmal nicht zeitnah und bin auch für jeden Kommentar dankbar und gebe mein Feedback ab. Ich habe auch über die Kommentarfunktion einige von meinen jetzigen, also die sind immer noch Abonnenten, ja, sind auch echt treue, gute Freunde geworden. Zum Beispiel der Tobi, der eigentlich öfters auch unter meine Videos postet, oder der jetzt momentan nicht, weil er mit Handy online ist und sich da doof macht, aber er gibt immer einen Kommst du Daumen jetzt mal hoch her, oder und was? Du rennst schon wieder weg. ja, ich hab hier gerade ihn. Zack, der ist tot. Ja, und weil du gerade sagst, habe mit ein paar großen YouTubern mal im Skype geredet und TS. Erstens mal, ja, privat ist jeder irgendwie. Obwohl, nee, ich kann jetzt sagen, dass ich anders bin. Also ich bin so, wie ich bin, bin ich auch hier. Also ich versuche mir da Mühe zu geben, dass ich eben wirklich so rüberkomme, wie ich wirklich bin. Ich habe keinen Bock, mich zu verstellen. Ich habe, Doch, wenn ich sage, bitteschön. hey, du gehst. Wenn ich sage, hey, du gehst mir auf den Sack, dann gehst du mir auch wirklich auf den Sack. Oder ich versuche nichts gut zu reden. Oder, Wir sind halt, wie wir sind. und ja, das kriegen zum Beispiel auch die Publisher zu spüren. Wie jetzt zum Beispiel neuestes die Review von Payday 2, die ich heute rausgehauen habe. Ich sage einfach das, was ich denke und muss nicht niemanden in den Arsch kriechen. Und das ist eben das. Aber du musst aber auch dir denken, weil du sagst, in TS hast du mit denen gesprochen und du musst dir jetzt mal vorstellen, du bist ein Gronkh oder du bist irgendjemand, der 500.000 Abonnenten hat. Und die Leute kommen zu dir ins TS. Das ist ja nicht nur so, wie soll ich sagen, ist ja nicht so, dass die ins TS oder mit dir reden und dann so normal reden, wie ich das jetzt mit dir gerade mache oder jetzt halt gerade über. Dafür müssen Sie büßen. Naja, warte mal, jetzt hast du mich gerade wieder abgelenkt, wo du den neuen Text hintergeschrieben hast. Das ist der einzige Weg. Ach, fuck, was habe ich jetzt gerade gesagt? Und du musst dir ja vorstellen, die kommen ja nicht so rein und reden mit dir erwachsen oder so. Du musst dir ja vorstellen, ich krieg's ja selber mit. Bei uns im TS ist jetzt 2 Leute, die da mal schon reinkamen, die dann einfach so reinkamen, ah, der Onkel, ah, hi, und zack, sich wieder ausgelockt haben. Und sich dann auch wieder eingeloggt haben und wieder, hi, ich wollte nochmal deine Stimme hören, hey, und wieder weg. Sowas hast du ständig. Und dann irgendwann gerade bei 500.000 Abonnenten, die dann wirklich, wo viele solche Leute dabei sind, die total aufgeregt sind, mit dir zu quatschen und was weiß ich, dass sie da so eine gewisse, dass sie da so eine gewisse Abwehrfunktion dagegen machen, weil es geht einen einfach auf die Nerven mit der Zeit. Also, so blöd das auch klingt, es ist aber nervig. Es ist schön, ist auf der einen Ich habe Seite auch, erstmal hab auch immer unfassbar. Weißt du, dann quatscht der im TS oder Skype, den sage ich ja schon, wenn sie Fragen haben, pass auf, hier hast du meine Skype-ID, wir können 1:1 im Skype quatschen, kann ich dir besser helfen und dann auch, oh, danke, das und danke, danke, die bedanken sich tausendmal, ey, ich bin ein ganz normaler Mensch und dann quatscht du mit denen, ja, dass du so normal bist, sag ich, was soll ich denn sonst sein, ich bin ein ganz normaler Mensch, ich bin so wie ihr, bloß, dass ich halt ein paar mehr Abonnenten habe. Ja, und das ist eben, das da, ja, und dass die halt so eine gewisse, also ich meine, ich muss sagen, bei mir ist das jetzt noch nicht so, dass ich hier irgendwie was dagegen aufbaue oder irgendwelche Sachen. Es ist komisch. Es ist echt komisch, muss ich ehrlich zugeben. Es ist echt komisch, wenn da welche in TS kommen, hey, Onkel, oder mir Mails schreiben von, oh, du bist so genial und oh, du machst das super. Und es ist echt verdammt komisch, weil
Wie Uli schon sagt, wir sind normale Menschen und das ist krass, weil es ist irgendwie komisch, aber auch genial. Also irgendwie, es freut mich. Es freut mich richtig, dass die Leuten das halt dann doch gefällt, was ich mache. Und ich habe halt nicht. Und aber wenn ein Abonnent, ach warte mal, ich muss weiter oben. Nee, aber wenn ein Abonnent einen Kommentar über 300 Zeilen da hinschreibt und nur als Antwort bekommt Danke, was soll man da denken? Richtig, ein normaler Mensch. Oh, 300 Zeilen, du Digga, du, das da habe ich selbst meistens die Zeit nicht so viel zu lesen. Das ist alles so problematisch. Du musst jetzt auch mal dran denken. Wenn dieser große YouTuber den Schreiben von den 500.000 Abonnenten schreiben 450.000 unten drunter, nehmen wir mal einfach an. Und wenn der jetzt sich eintext, ob du jetzt 300.000 Zeilen schreibst oder nur 300 oder nur 3 Zeilen schreibst und dann nimmt sich den einen und sagt dort irgendwas Größeres, dann sind die ganzen anderen, die nur einen Danke drunter haben, wie eben gerade du vielleicht, total sauer drüber, weil, wie du jetzt gerade sagst, du hast einen Danke bekommen und bist darüber sauer, weil er vielleicht sogar bei anderen größere Kommentare gemacht hat. Und das ist immer so eine Sache. Man muss immer so ein bisschen in der Allgemeinheit denken. Man kann nicht einfach sagen, ja, dem antworte ich jetzt und dem nicht. Und wenn du da so viele Scheiße, hast, bin tot. Das sind so viele, die da, was? Bin tot, bin hier auf dem Also Boden. Es ist eine komische Dings. Also zurzeit ist es zum Glück bei mir übersichtlich, was Kommentare angeht, und ich kann auch allen antworten, aber ich denke mir mal, wenn du dann wirklich richtig viel bombastische Nachrichten und übelst viel Zeug drunter hast, würde ich bestimmt auch irgendwann sagen, Leute, ich gehe nur noch aufs Wichtige ein. Ihr dürft auch nicht vergessen, ich seht ja an mir, ich bin jetzt nur nicht so groß, aber ich krieg Nachrichten auf YouTube, die unter den Videos sind. Ich krieg Privatnachrichten bei YouTube. Ich krieg bei Facebook Nachrichten von Abonnenten auf meinem Privatprofil, auf Odins Tests. Und auf meine anderen Kanäle ja logischerweise auch. Ich krieg Nachrichten bei Twitter. Ich krieg Nachrichten im Skype. E-Mails. Teilweise schreiben sie mir auch E-Mails. Es ist so scheißschwer. Ich würde gerne viel besser drauf eingehen können. Aber es ist manchmal einfach nicht möglich, da so gut drauf einzugehen, wie ich gerne wollen würde. Was mir ja auch leid tut und was mir im Prinzip auch total ankotzt. Ja, aber es ist halt so, umso größer man wird, umso weniger kann man halt wirklich dann, es ist doof, klar, für die Leute, die da ein bisschen, aber was willst du machen? Zurzeit, wie gesagt, ist es übersichtlich, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten würde, wenn jetzt wirklich die Kommentare unten vollgebombt wären oder so. Wüsste ich nicht, wie ich mich verhalte, vielleicht würde ich dann auch einen Tag nehmen mir und da wirklich nur der Community zu antworten und bla bla, aber wenn du da einen Tag in der Woche nimmst und hast dann so viele Nachrichten, die kriegst du dann auch nicht einfach durch, weil das ist ja Quatsch dann. Das hab ich mir auch schon vorgenommen, aber dann häuft sich der zu sehr an. Ja, eben. Mal gucken, zur Zeit bin ich noch nicht so weit. Und da ich jetzt mir ja vorgenommen habe, dass ich jetzt Wochenende nicht mehr arbeiten werde, ich werde Wochenende nichts mehr machen, auch nicht Kommentare beantworten, das hat jetzt nichts mit euch zu tun, dass ich euch nicht leihen kann oder so. Das hat einfach nur damit zu tun, dass ich mir auch ein bisschen Freizeit bewahren will. Und da ich ja ein Kind habe und meine Tochter dann schon immer zurücksteht, will ich das nicht. Also. Aber ich muss trotzdem sagen, das ist immer so die Sache. Warte mal, ich mache jetzt mal ganz kurz hier Auge um Auge. Vor einiger Zeit hat die Royal Army ein Heiligtum von Kirati eingenommen und den Vater eines der Bewohner getötet. Tötet die Kommandanten mit einem Messer und macht danach ein Beweisfoto. So, ich nehme das mal fix an und dann kommen wir wenigstens mal ein bisschen weiter, als hier ständig, dass ich nur im Haus rumstehe. Wo war man jetzt stehen geblieben? Rüste dich aus. Ja,